Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ich habe ein sehr spannendes Video gesehen, in dem es heißt, der große Crash kommt in 6 Tagen. Das wäre jetzt sogar nur noch ein Tag. Ja, ganz so reißerisch habe ich den Titel nicht gehalten, aber auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen zu einem sehr spannenden Thema, denn wir werden uns das Video von Cash with Dave anschauen. Worum geht's? Es geht darum, dass Michael Burry, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, er ist wohl der Prophet überhaupt in der Finanzwelt. Zumindest 2008 war er das, denn er hat den Crash 2008 vorhergesehen und damit unzählige Millionen verdient, indem er auf Short gegangen ist, sprich also auf fallende Kurse gesetzt hat. Das Ganze wurde dann sogar verfilmt. Christian Bale spielt dort die Hauptrolle. Der Film heißt The Big Short. Hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit Krypto zu tun, der Film an sich, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen für die Finanzwelt interessiert und dafür, was so hinter den Kulissen passiert, dann solltet ihr euch auf jeden Fall diesen Film geben. Kann ich euch sehr ans Herz legen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, nur es geht darum, dass der Hauptdarsteller dieses Films, auf dem das Ganze basiert, Michael Burry, vorhergesagt hat, dass jetzt in diesem Monat, also sprich im Juli, ein krasser Crash bevorsteht. Er hat schon mehrfach kritische Worte für die Kryptowelt gefunden und nannte das Ganze, alles was der Hype bzw. die Spekulation bewirken, ist Einzelhändler anzulocken, bevor die Mutter aller Crashs kommt. FOMO-Parabeln lösen sich nicht seitwärts auf. Wenn Kryptos aus dem Billionenbereich fallen oder Meme-Aktien um Dutzende von Milliarden, werden die Mainstream-Verluste die Größe von Ländern annehmen. Die Geschichte hat sich nicht geändert. Also kurzum, er behauptet, dass alles aufgeblasen wird und insbesondere durch den Begriff Leverage, also durch das Leverage-Trading, durch das Hebeln. Das bedeutet also, man kann Geld setzen, das man eigentlich jetzt gerade physisch oder digital gar nicht besitzt. Ja, man kann also einen Hebel X5, X10 oder was auch immer ansetzen, um dann eben größere Ziele zu erreichen. Kann natürlich aber auch in die andere Richtung verwendet werden, um größeren Verkaufsdruck zu erzeugen. Und dazu sagt er, wenn man nicht weiß, wie viel Hebelwirkung in Kryptos ist, weiß man nichts über Kryptos, egal wie viel man sonst denkt zu wissen. Und ja, er ist immer sehr direkt und vor allem auch ein bisschen so ein Mysterium. Sein Twitter-Account ist gelöscht, beziehungsweise kam dann wieder unter dem Begriff Cassandra BC. Da findet man aber keine Tweets. Also er ist schon ein Mysterium und er wird nicht so wirklich geliebt von der Finanzwelt. Aber ich persönlich feiere den Kerl auf jeden Fall, finde das auch geil, dass er damals diesen Big Short durchgesetzt hat und finde es auch geil, dass er uns versucht zu warnen. Jetzt habe ich euch aber genug getriggert, lasst uns mal direkt jetzt reinsteigen in das Video vom guten alten Dave. Ein Teil vom Video habe ich mir bereits angeschaut, aber bin genauso gespannt wie ihr, was da noch so kommt. Und glaubt mir, hat er richtig gut gemacht, also Spot an. Michael Burry hat gerade eine Bombe platzen lassen in Bezug auf eine der schockierendsten Krisen aller Zeiten. Genau wie 1999 und 2008 weiß niemand, was Burry genau sieht, aber die Welt wird es schon bald erfahren. Denn es gab damals vor der Finanzkrise 2008 einen Mann, der schon vorher Bescheid wusste. Seine Recherchen und Berechnungen zeigten ihm, dass der gesamte Markt bald crashen würde. Das ist vielleicht ganz wichtig zu Michael Burry. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendein Insider-Trader wäre oder irgendwelche Insider-Informationen hätte, sondern er hat wohl wirklich sehr, sehr gute eigene Recherchen betrieben und vor allem auch sehr, sehr gute eigene Berechnungen, die dann eben die Basis seiner Prophezeiungen sind. Also das wäre ja sehr einfach, wenn er einfach nur von irgendwem von der Wall Street irgendwelche Tipps bekäme und die nach außen trägt. Nein, so soll es eben nicht sein und das ist auch der Grund, warum die Finanzwelt ihn nicht so wirklich liebt, denn er scheint keiner von ihnen zu sein. Er macht sein eigenes Ding und scheint eher so dem normalen Menschen näher zu sein. Und das ist es, was ihn so sympathisch macht. Ich spreche hier von Michael Burry. Und bevor es damals schlimmer wurde, wusste Michael Burry schon im Jahr 2005, dass es bald alles crashen würde. 2 Jahre später begann es und Michael Burry machte inmitten dieses riesigen Crashes, wo der Aktienmarkt über 60% gefallen war, was enorm viel ist für den Aktienmarkt, insgesamt über 800 Millionen Dollar Gewinn und so wurde er zur Legende. Aber vor allem jetzt mit der Problematik der Inflation, der Lagerbestände von Großhandelsbetrieben und die Lieferkettenengpässe, sagte er selber vor knapp einem Monat folgende Worte. Aktien sind gefallen, Kryptos sind gefallen und vielleicht sind wir erst bei der Hälfte des Crashes angelangt, was nach seinen Fakten, auf die ich gleich eingehe, auf jeden Fall Sinn macht. Auch wenn die Anzeichen seit Jahren zu beobachten sind, werden viele Anleger weltweit noch ein weiteres böses Erwachen erleben. Denn jeder weiß, dass die Regierung Mist gebaut hat, denn die Fed, also die Federal Reserve, druckte 5 Billionen Dollar. Und das führte natürlich zu einem Anstieg der Preise. Als Resultat darauf liegt die Inflationsrate derzeit bei nicht mehr 8,6%, sondern jetzt sogar neu bei 9,5%. Ja, was sehr, sehr spannend ist, ich spoilere einfach mal ein ganz kleines bisschen, einfach nur um auch den Spannungsbogen aufzubauen. Viele von uns, inklusive mir, sind ja gerade so ein bisschen auf dem Trichter, dass die Inflation irgendwie unaufhaltsam zu sein scheint und immer weiter steigt und weiter steigt. Und ja, selbst der letzte Bürger weiß, dass die Preise immer teurer werden. Und genau das soll eben nicht der Fall sein. Genau diese weitere Inflation oder Hyperinflation, vor der die Leute Angst haben, genau die soll nicht passieren. Aber warum ich darauf komme, das zeigt euch jetzt das Video hier. Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien glaubt Burry aber nicht, dass die Inflation auf kurze Sicht hoch bleiben wird.
Es ist zwar wahr, dass die Fed, also die Federal Reserve, jährlich 1,5 Billionen Dollar während der Pandemie gedruckt hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Federal Reserve plant, die Geldmenge mit einer jährlichen Rate von 1,1 Billionen Dollar zu senken. Wenn die Preise gleichzeitig steigen, nachdem die Fed Billionen von Dollar gedruckt hat, ist es einfach logisch anzunehmen, dass die Preise fallen werden, nachdem die Fed Billionen abgezogen hat. Und dies geschieht zur gleichen Zeit, in der die Lieferketten die Nachfrage einholen. Denn die Lieferketten standen in den letzten Jahren enorm unter Druck, was sich jetzt aber langsam zu ändern scheint. Die Unternehmen werden immer effizienter, es werden immer mehr Containerschiffe gebaut und die Versorgungspanik läuft auf Hochtouren. Ein Schiff. Ja, das vielleicht so ganz generell. Also ich habe eher das Gefühl, immer dann, wenn Themen in den Mainstream-Medien sehr, sehr breit getreten werden und selbst jemand, der morgens nur Brötchen vom Bäcker holt, auf einmal nach Hause kommt und sagt, du, pass auf, die Inflation holt uns bald alle, dann müsste man ganz generell, glaube ich, immer überdenken, ob das wirklich jetzt der Realität entspricht oder ob wir hier vielleicht eine Situation haben, die am Ende doch ganz anders gelöst wird, als die meisten glauben. Und deshalb bin ich extrem gespannt, was die nächsten Wochen und Monate so passiert mit der Weltwirtschaft. Der Analyst sagte, dass allein letzte Woche 13 weitere Containerschiffe bestellt wurden, was die Gesamtzahl für das Jahr auf 239 bringt. Dies ist bereits das fünftgrößte Jahr mit den meisten Aufträgen für Containerschiffe in der Geschichte und wir haben erst die Hälfte des Jahres hinter uns. Eine solche starke Zunahme ist offensichtlich einfach nicht nachhaltig. Ein anderer Analyst erklärte, dass der Umfang des Ausblicks offensichtlich Anlass zur Sorge ist. Wir beginnen das Gerangel um die Produktion und die Zunahme der Vorräte. Großhandel-Lagerbestände sind im Vergleich zum Vorjahr um 24% gestiegen. Das Problem mit diesem neuen Angebot ist, dass die Verbraucher nicht so viel ausgeben. Deshalb ist die Stimmung der Verbraucher auch auf einem Jahrzehntestief. Ja, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Also viele haben ja aufgrund der Inflation so die Sorge, dass ihnen irgendwie ihre Lebensmittel aus den Händen gerissen werden. Und dass es jetzt vielleicht nochmal Sinn macht, ordentlich dick einzukaufen, damit man schön noch die günstigen Preise sichert. Mag auch richtig sein, aber wenn man sich das mal aufs breite Feld anschaut, ja, dann ist einfach ganz generell dieses Konsumgefühl, die Leute haben nicht mehr so viel Bock, die nennen das hier Konsumsentiment, also die Stimmung für den Konsum ist einfach deutlich zurückgegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig schöne Shopping-Tours, die man sonst immer am Wochenende gemacht hat, die fallen jetzt schon selten aus, aus was für Gründen auch immer. Entweder weil man vielleicht sagt, ey, finanziell ist es einfach gerade nicht drin, oder weil man sagt, ich mache es vielleicht irgendwie momentan so, dass ich andere Prioritäten setze, wie zum Beispiel jetzt endlich mal wieder Urlaub dieses Jahr, dafür spare ich mir meine Lieblingsjeans, die ich mir sonst immer jedes Quartal hole. Ja? Und so geht einfach generell der Konsum zurück und das führt zu vollen Lagern. Und diese vollen Lager, die Amazon und Co., aber auch die Lebensmittelindustrie haben, tja, die führt dann eigentlich dazu, dass die Preise sinken sollten. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Komponente, über die wir mal nachdenken sollten. Aber jetzt schauen wir mal, wie die das weiter ausführen. Überangebot an Waren und eine geringe Verbrauchernachfrage hat, werden die Preise zwangsläufig rapide sinken. Dazu tweetete Michael Burry auch folgendes. Frage, was bringt Ihnen 2022 ein Weihnachten im Juli? Deine Antwort, eine disinflationäre überhöhte Konsumrezession an Weihnachten. Ja, das ist übrigens sein Twitter-Account CassandraBC und alles, was er so schreibt, wird danach direkt wieder gelöscht. Das hier ist wohl von Ende Juni. Ja, und er sagte, dass also das Weihnachten vorgezogen wird dieses Jahr und wir bereits im Juli Weihnachten erleben. So kommt, glaube ich, der Dave auch auf der größte Crash in 6 Tagen, weil eben der Juli zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch 6 Tage lang war. Ich glaube aber, es geht gar nicht darum, ob jetzt der Monat Juli genau gemeint war, sondern einfach die Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Und ja, ich bin bei ihm. Ich glaube auch, dass eventuell jetzt gerade die Zeit ist, wo man besonders günstig einkauft. Ich mache es im Crypto Space die ganze Zeit, auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht nochmal 50% korrigieren. Und von daher, ja, hat er recht. Ein bisschen Weihnachtsstimmung ist aufgekommen die letzten Wochen. Damit klar auf eine bevorstehende Angebotsschwemme an. Von einer Angebotsschwemme spricht man, wenn Einzelhandelsgeschäfte plötzlich viel zu viel Angebot und nicht genug Nachfrage haben. Als Folge einer Angebotsschwemme müssen Einzelhandelsgeschäfte anfangen, Preise durch die Einführung von Rabatte zu senken. Denn Weihnachtsrabatte finden ja immer statt, weil die Unternehmen zu viele Waren produziert haben, die verkauft werden müssen. Die einzige Möglichkeit, diese Waren zu verkaufen, ist somit eine Senkung des Preises. Naja, okay. Also sehe ich nicht ganz so. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder Weihnachtssale nur deshalb gemacht wird, weil man sonst auf den Produkten sitzen bleibt. Es gibt ja auch genug Elektronikhersteller, die Produkte haben, die kein Haltbarkeitsdatum haben oder ähnliches, ja. Und auch die nutzen natürlich diese Marketingaktion zu Weihnachten. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung, dass es mal so war. Ich glaube aber mittlerweile zählt da auch ganz viel so mental mit rein und auch so die Stimmung und die Musik und die Laune, die eigentlich so aufkommt in der Weihnachtszeit. Ich glaube, das spielt da auch noch mit rein. Aber nicht verkehrt, zu Weihnachten wird auf jeden Fall nochmal ordentlich was rausgehauen und das merkt man gerade jetzt. Und Weihnachten im Sommer gefällt mir sowieso eigentlich viel besser. Daher wird der Sommer 2022 ein vorgezogenes Weihnachtsfest sein und das nicht aus gutem Grund. Wenn es zu viele Waren in den Regalen gibt, werden die Umsätze der Unternehmen stark zurückgehen
was schließlich zu Entlassungen und Gehälterkürzungen führt. Habt ihr vielleicht gesehen, die Quartalszahlen? Selbst Amazon mit schlechten Zahlen. Also viele Quartalszahlen, die jetzt gerade rausgekommen sind, hatten ein extrem schlechtes Quartal. Ja? Läuft also wirklich nicht so gut. Und selbst die ganz großen Player da draußen, die großen Lebensmittelhersteller und die ganzen Ketten, selbst die haben zwar minimal mehr Gewinn, aber haben unterm Strich auch deutlich höhere Lagerbestände und deutlich weniger Traktion, als sie sonst die Jahre hatten. Barry erläuterte dieses Konzept mit folgenden Worten. Diese Angebotsschwemme im Einzelhandel ist der Bullwhip-Effekt. Deflationäre Impulse wie diese führen später zu Disinflation im CPI, also im Verbraucherpreisindex, was dann zu einer Umkehr der Fed führt und dies führt dann dazu, dass sich diese Zyklen wiederholen. Ganz kurz zur Verständigung, der Bullwhip-Effekt tritt dann auf, wenn eine Nachfragespritze... Sehr, sehr wichtiger Begriff. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die das jetzt erklären und ich glaube, das war dann auch der Punkt, was ich zuletzt gesehen habe im Video. Dazu führt, dass die Lieferanten zu viel Angebot bestellen. Dies liegt daran, dass die Unternehmen dazu neigen, als Sicherheitsnetz etwas mehr zu bestellen als nötig. Das Problem dabei ist, dass bei der Kette von Unternehmen, die alle zusätzliche Bestellung aufgeben, das Angebot auf ein ungesundes Maß vergrößert werden kann. Die Lieferkette umfasst in der Regel Einzelhändler, Großhändler und Hersteller. Wie man hier sehen kann, führt bei jedem Schritt der Lieferkette ein Übermaß an Bestellungen zu einem Überschuss an Produkten. Dies ist vergleichbar mit einer Peitsche. Daher auch der Name Bullwhip-Effekt. Ganz kurz, falls ihr noch dabei seid, ein Like und ein Kommentar zum... Da gebe ich dem Dave aber jetzt mal bedingungslos recht. Also ich würde auch mal sagen, ein Abo beim Dave da lassen und falls hier noch nicht geschehen, auch gerne hier. Und liken dürft ihr auch ganz gern. Ich glaube, da freut sich der Dave und ich freue mich auch. Und jetzt weiter im Text. Das Algorithmus helfen mir enorm hier zu wachsen. Merci und tausend Dank. Auf gut Deutsch gesagt, erleben wir momentan den Bullwhip-Effekt auf Steroiden. Die Einzelhändler haben Bootsladungen voller Vorräte bestellt aufgrund der beispiellosen Angebotsverknappung. Dies hat zu einer der größten Bullrips der Geschichte geführt. Und wenn es einen Bullrip gibt, ist eine Angebotsschwemme unvermeidlich. Also ganz kurz, es war einfach so, dass viele Leute Sachen haben wollten, die es einfach nicht mehr lieferbar gab. Zum Beispiel, weil aus Asien die Teile nicht kamen, weil eben irgendwelche Schiffe oder Frachtschiffe nicht gefahren sind, aus was für Gründen auch immer. Ja, dann hatten die natürlich Panik, die Hersteller, und sagten sich, wow, dann lass mal gleich ein bisschen mehr bestellen. Denn wenn was sein sollte, haben wir dann schon mal gleich alles hier. Und dementsprechend wurden große Bestellungen aufgegeben. Nur die Nachfrage, die am Anfang groß war, weil natürlich nichts mehr da war, haben alle Leute gefragt, wann kommt denn endlich mal wieder eine Lieferung? Dann meinten die, ja, wir warten noch auf die Asiaten. Das Ganze ist jetzt irgendwann erledigt, denn irgendwann kommen die ersten Frachten wieder rein, irgendwann werden diese Kunden bedient. Nur hat man jetzt so viel bestellt in der Annahme, dass es vielleicht wieder schlimme Zeiten gibt, dass man erst einmal auf der Ware sitzen bleibt. Denn dass jetzt plötzlich doppelt so viel Nachfrage da ist, nur weil die doppelt so viel bestellt haben, ist nicht unbedingt realistisch. Kurz, die haben also viel zu viel bestellt, sitzen jetzt auf ihren ganzen Sachen, so haben jetzt auch alles im eigenen Land, schön und gut. Aber leider ist die Nachfrage jetzt nicht gestiegen, sondern die ist parallel eher runtergegangen. Leute haben weniger Geld, Leute sind verängstigt, Leuten fehlt vielleicht auch so ein bisschen die gute Laune, wenn man mal so sieht, was in den Zeitungen jeden Tag steht. Ja, dann verlieren sie irgendwo vielleicht auch mal so ein bisschen die Lust. Und all das kommt zusammen. Und jetzt am Ende riesige Bestände, wenig Nachfrage, wenig Geld, das die Leute ausgeben wollen. Tja, was passiert? Die Firmen haben ein Problem. Dann kommt auch noch diese Zinserhöhung dazu. Normal könnten die Unternehmen dann einfach mal Kredite kaufen und sagen, Mensch, dann harren wir das einfach mal aus. Aber auch das ist teuer geworden. Tja, was macht man jetzt? Riesige Bestände, kaum einen Kunden. Natürlich, man senkt die Preise. Barry weiß, dass unsere kommende Angebotsschwemme deflationäre Kräfte hervorrufen wird, die zu einer Disinflation führen wird. Von Disinflation spricht man, wenn die Inflationsrate drastisch am Sinken ist. Also anstatt, dass die Inflation nicht weiter ansteigen wird, wie viele denken, wird sich die Inflation tatsächlich bald abschwächen. Aufgrund der bevorstehenden Disinflation durch den Bullwhip-Effekt könnte die Federal Reserve wieder anfangen, Geld zu drucken, was besser als quantitative Lockerung bekannt ist. Die quantitative Lockerung wird dann die Verbrauchernachfrage boosten und verursacht so eine weitere Angebotsverknappung. Wegen der darauf folgenden Angebotsverknappung wird die Federal Reserve dann Geld aus dem System nehmen, um die Inflation zu stoppen, auch bekannt als quantitative Straffung. Das einzige Problem dabei ist, dass die Einzelhändler wieder zusätzliche Ware bestellen und den Bullwhip-Effekt erneut auslösen, was dann zu folgendem Resultat führt. Wenn es zu viel Angebot gibt, werden die Preise fallen und die Fed veranlasst, die quantitative Lockerung wieder aufzunehmen. Dies würde die Nachfrage der Verbraucher künstlich erhöhen und zu einer Angebotsverknappung führen, was nur den Boden für einen weiteren Bullwhip vorbereitet. Ein solcher Kreislauf ist enorm beängstigend, weil er die Wirtschaft in wiederkehrende Bullwhips verwickelt. Wir befinden uns derzeit im Bullwhip-Teil dieses Zyklus und werden wahrscheinlich infolgedessen einen der schlimmsten Abstürze der Geschichte erleben. Denn die Einzelhändler haben jetzt bereits schon den Bullwhip-Effekt zu spüren bekommen. Die Lagerbestände von Walmart beispielsweise sind im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 33% gestiegen. Wow, jetzt zieht euch das mal rein. Walmart, weltweit, riesengroße Kaufhäuser, ja, oder Lebensmittelhäuser,
Und überlegt mal, wenn die zu viel Ware auf Lager haben, dann wird wahrscheinlich ein Großteil davon auch verderbliche Ware sein. Überlegt mal, was hier gerade passiert. Ja, und das sind so Dinge, die natürlich schwierig nachvollziehbar sind, weil es, wenn überhaupt, nur über die Quartalsberichte geht, die wir uns ansehen können, wobei ich da gar nicht weiß, ob sowas wie Lagerbestände nochmal detailliert geschildert sind, was da jetzt dazugehört zu deren Lagerbestand. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Fakt ist, wir dürfen davon ausgehen, wenn selbst ein Riese wie Walmart so ein Überangebot hat, obwohl sie ja doch sehr viele Kunden haben, dann dürfen wir uns ja auch mal vorstellen, wie es anderen Unternehmen geht, auf was für Ware die da sitzen. Und dies geschah, während Walmart ihren Umsatz nur um 2 bis 4% steigern konnte. Und ihr seht jetzt nochmal, nur 2 bis 4% mehr Umsatz, und das ist wirklich nicht viel. Klar haben die riesengroße Mengen, die sie bewegen, aber gleichzeitig haben doch sehr viel Personal und vor allem auch viele Umbaumaßnahmen gehabt für die ganzen Auflagen, die da so waren, und natürlich ganz generell auch deutlich weniger Kundschaft. Von daher sind 4% nicht wirklich viel beim Umsatz, und dagegen stehen aber mal diese enormen Lagerbestände. Also ich hoffe, das Geld ist schon gespart. Ich denke mal, bald gibt es gute Aktionen bei Walmart auf jeden Fall. Lagerbestände der Einzelhändler steigen somit 10-mal schneller als der Umsatz. Was ein deutliches Zeichen für den Bullwrap-Effekt ist. In dieser Grafik hier, die in einem Tweet von Michael Burry zu sehen war, kann man deutlich sehen, wie die Inflationsrate sich zyklisch nach oben und nach unten bewegte und so den Bullwrap-Effekt perfekt demonstriert. Mit der Zeit wurde der Bullwrap-Effekt größer und größer, wobei die Inflationsrate immer positiv war. Die Preise in den 1970er Jahren sind dramatisch gestiegen und sie sind nie wieder gesunken, denn die Inflation blieb deutlich positiv. Der letzte Anstieg der Inflationsrate ging nie wieder auf 2% zurück, dies im ersten Bullrip gab. Als Beispiel, die Inflation war in diesem Monat so hoch, dass es keine Gebote für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere gab. Das bedeutet, dass es buchstäblich keinen Preis gab, den die Käufer bereit waren, für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere zu zahlen. Was ein enorm erschreckendes Signal ist, das zeigt, dass die Inflation wahrscheinlich auch in Zukunft bestehen bleiben wird. Der Grund dafür ist, obwohl die Federal Reserve versucht, die Inflation zu stoppen, sind nicht alle auf der gleichen Seite. Natürlich sei gesagt, dass auch ein Michael Burry nicht alles weiß, jedoch hatte er bis jetzt auch fast immer recht und man sollte sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Ja, cool. Sehr schönes Video. Vielen Dank dafür, Dave. Ja, ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl auf jeden Fall für mich. Nicht besonders rosig die Aussichten, wenn man dem Ganzen hier Glauben schenken darf. Aber mich würde mal interessieren, wie du das Ganze siehst. Sagst du, das, was Michael Burry davon sich gibt, hat schon Hand und Fuß? Oder ist das mal wieder so ein bisschen viel Panikmache? Ich auf jeden Fall bin sehr breit aufgestellt. Das ist so das Einzige, was ich dir vielleicht ans Herz legen kann, weil auch ich nicht weiß, was passieren wird und in welchem Ausmaße. Aber ich kann dir nur sagen, es hat noch nie geschadet, wenn man seine Eier nicht nur in einen Korb legt, sondern vielleicht ein bisschen verteilt. Das heißt, vielleicht nicht nur Kryptowährung und nicht nur Geld auf dem Sparbuch, sondern vielleicht auch mal sagen, hey, die ein oder andere antizyklische Aktie hole ich mir. Oder aber, hey, ich gönne mir mal das ein oder andere Edelmetall, habe ein bisschen Cash da, aber das Geld auch ein bisschen gesplittet, um einfach für jede Eventualität gewappnet zu sein. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen Mehrwert. Ich auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns morgen zum Wochenreport. Und bis bald. Ciao.